Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier für Karte und Tool. Episode 3.1.1. Ich stelle gerade fest, ich nehme gar nicht auf. Ich hatte noch zwei Fahrer eingestellt. Nun sind sie alle da. Habe so gedacht, naja, das dauert zu lange. Nehmen wir noch die zwei dazu von Feld Nummer 10, die Abfahrer machen soll. Jo, ich rede und rede, ne? Über alles Mögliche und wir nehmen die auf. Gut, das ist wieder das eine Thema, ne? Ja. Es geht fleißig weiter. Die Fräse ist von einer Menge ein bisschen klein, aber gut. Macht ansonsten eine feine Arbeit. Und wieder voll. Ich glaube, so krieg ich den Wald auch weg. Schneller wie mit der Harvester. Haben wir 15.000. Geht vorwärts. Ich habe ein bisschen am globalen Markt einen Kurs geändert. Und zwar habe ich den Trigger entsprechend, also den Kurs von dem einen Trigger weggenommen, weil der hat erst abgeladen und dann beladen. Ungünstig, ne? Ich weiß zwar nicht warum, aber ist so. Ich vermute mal, dass ein globaler globale Markt nicht, der Autodrive da einen Fehler gemacht, wahrscheinlich. Ich betone wahrscheinlich, weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich meine, der original globale Markt hat ja abkippen, praktisch ja extra. Und auch abkippen für Getreide zum Beispiel. Das heißt, er hat ja hier, Herr Castro hat ja zwei Punkte gemacht, wie in seinen Silos auch, wo man beladen kann und abladen kann, am selben Punkt. Und wenn ich das mache, kann ich immer noch entsprechend das R drücken oder I abladen. Ne? Damit wird der andere nicht klarkommen. Deswegen habe ich da ja mal ganz fix den Punkt, also den Kurs von dem einen Punkt weggeschoben, ne? Falls ich doch mal, muss ich mal schauen. So, fährt schon das beide, ne? Wahnsinn. Aber wie gesagt, wenn der dritte auch weg ist, also gesamt der vierte, dann werde ich auch die Fräsen, also die Stumpen abfräsen, ne? Das ist mir wichtig, zum Beispiel, wenn ich jetzt Getreide fahre oder Raps oder irgendwas, dann hat man das immer noch weg. Schlecht. Da kommt voll an. Zurück. Habe nur über Kurs technisch geändert, dass er da vorbeifährt. Ne? Der erste kommt zurück. Wahnsinn. Mit vier Fahrzeugen bist du gut, gut ausgelastet. Nur vier. So. Dann wieder voll. Und der braucht eine Weile zum Wenden. Ich werde das mal fräsen. Muss ja auch gemacht werden, ne? So, runter mit dir.
Vielleicht werde ich mal bei Gelegenheit Bäume pflanzen. Wenn es morgen nicht reif sein sollte, hingehen. Weil aktuell haben wir 19.17 Uhr. Dann werde ich entscheiden, ob ich mir hier ein paar Bäume pflanze. Ne? Lohnt sich noch nicht ganz, weil ein bisschen zu wenig ist. Aber so, weg ist er. Natürlich blöd, wenn ich Folgen aufnehmen will und nicht aufnehme. Ja, das ist dann die Zeit, die weg ist. Ne? Und ich krieg nicht alles mit. Ich möchte ja eigentlich alles zeigen normalerweise. Das Schöne ist am LS, hier ist das nie langweilig, ne? Immer verschiedene Arbeiten. Kettelkopf ist ein bisschen blöd. Und es wird immer mehr Felder, ne? Man hat nur Getreide aktuell und ja, Gras wäre noch eine Möglichkeit, ne? Aber wie gesagt, auch für Gras brauchst du die Technik, die es entsprechend auch nutzen kann, ne? Da muss ich echt überlegen, was ich mitmache, ne? Also meine Aufrufe gehen ja auch Zeug, das ist ja normal, ne? Also wenn's am Ende ist langweilig, ne? Wenn es mal null ist, dann ist für mich da also mehr oder weniger ein Zeichen, aha, soll nicht sein, ne? Aber mal schauen. Ich muss jetzt noch mal ein paar Felder ausbringen an Aussaat. Werde ich offline machen. Und dann können wir düngen, ne? Düngen ist ja auch. Ja gut, düngen geht relativ zügig, das ist nicht das Problem, ne? Das ist doch schnell erledigt, ne? Also vom wenn nicht zwei, drei Seasons, also im Prinzip Epochen, dann kann man sagen, Staffeln oder wie man nennt, wo man im Prinzip da eine Arbeit macht, ne? Junge, die Wege werden immer weiter hier. Blocking, da muss er warten. Bis er abkippen darf. Ja. Wenn man 17er Baum kriegst, dann hast du was verschenkt. Nicht voll? Oh, der nächste ist da. Aber da muss man die Runde rumfahren, ne? Das dauert auch noch ein bisschen. Hier 16.000, 80%. Und voll. Geht gut vorwärts. Ich sei ja für aktuell die Woche Frühstück gehabt und da ist man Freitagabend eigentlich normalerweise müde, aber deswegen habe ich ja Freitagnachmittag, nachdem ich gebadet habe, die Couch gelegt, habe wirklich tief und fest geschlafen, für knapp eine Stunde, also wirklich eine Stunde tief und fest und jetzt geht's. Klar, in 3 Stunden oder in 2 Stunden bin ich auch müde, ne? Aber alles also. Ich brauche heute noch 2 Folgen, dann habe ich das geschafft. In Anführungszeichen. Ja, dann kann ich alle Ruhe bearbeiten, ne? Deswegen hast du die Verfahren im Hof. Gibt's doch gar nicht. Kommt er schon. Angedüst.
zweite kommt. Der blaue T8. Man muss viel mehr Traktoren mit Breite kaufen. Komm, tau dich. Ich hab eine Spende. Auf zum nächsten Baum, ne? Und da war wieder nicht so viel. Müsste mal gucken, ob man das vergrößern könnte, die Menge. Im Grunde brauchst du nur suchen, wo die 20.000 stehen. Ne? Das ist nur eine Sache des Suchens. Werde mal nächstes Mal der nächste. Ja, so ein Autostuhl fürs Lenkrad ist nicht schlecht, aber bequem ist er nicht. Auf Dauer. Da muss man so sagen, wie es ist. Nichts für einen. Mit einem Viertel hinter, beziehungsweise nichts für mehrere Stunden, ne? Drei habe ich angefangen heute. Nicht ganz voll, du. Ich glaube, vorwärts hier. Ja, der Aufsatz, der graue, da muss man ein bisschen friemeln. Sonst kriegt man den nicht rauf. Ne? Den kann man nicht als Ganzes kaufen. Ne? Dem, zur Hälfte. Ein Teil kann man nur fräsen und ein anderer Teil braucht man zum Häcksel. Ist ja halt so. Ne? Gewicht hat man nicht gebraucht normalerweise. Aber ich habe es dabei gehabt. Wollte es einem Händler nicht stehen lassen. Aber jetzt kommt der nächste. Wahnsinn. Das geht vorwärts hier. Vier Fahrzeuge ist gut. Da kann der Prozessor arbeiten, ne? Vom Rechner. Die Grafikkarte wird eine andere Geschichte. Aber hat nicht viel, also gesamt ist nur 12%, ne? Aber wie gesagt, wird ja 100% die beim LS auf einen Kern sein und das ist das Problem. Da ist eine wirkliche Baustelle für die Zukunft, ne? Ja, wahrscheinlich, weil sie davon ausgehen, dass eine Einfachkarte halt nicht die, naja, und dann kommt Produktion noch hinzu, ne? Die Einfachkarte hat ja nur, in Anführungszeichen, die normale Landwirtschaft mit Flügen, Koppert und so und Ernte und Verkauf, aber keine Produktion, keine Helfer, die mit gegenfahren, ne, mit Traktor und so. Ja, das ist dann, das packt dann einen Professor irgendwann nicht mehr, ne. Wenn alles über mehrere Kerne laufen würde, dann würde auch nicht so heiß sein.
Dann ist es da. Dann ist es voll. Gleich ein Schwung und Nachbar. Nö, wollte, hat auch nicht. Umstellen auf runter. Bis der hier ist, dauert eine Weile. Junge, fahren. Bin ich so nervös. Wäre so ein Überlader war nicht schlecht, ne? Jetzt kommen Stumpfrisse immer her. Ah ja, gut, das. Das geht schon irgendwie. Wow, jetzt aufrichten. Vorwärts. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal, tschüss. Ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Freitag. Tschüss.